Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich habe jetzt gerade über die Unity versucht, Dungeons etwas kleiner zu machen. Also, beziehungsweise da gab es ja so einen Punkt, da kannst du anklicken. Hier, Smaller Dungeons. Habe ich jetzt mal angeklickt. Und ich würde sagen, wir können das gleich mal ausprobieren, wenn ich jetzt weiß, wo der Ausgang ist. Und suchen wir uns dann mal. Hier ist ein Ausgang und da ist ein Ausgang und da ganz im Norden ist einer. Wir suchen uns mal einen raus und dann suchen wir uns mal einen Dungeon, wo wir einfach mal schauen, ob die jetzt allgemein kleiner sind oder immer noch riesig. Wir müssen uns eh irgendwie noch einen vernünftigen Ruf hier ergaunern. Ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, so rauszufinden, wie ich irgendeiner Gilde beitrete. Habe ich noch nicht gemacht. Außer Dunkle Bruderschaft, das habe ich einmal gelesen, man muss drei Zivilisten töten, damit man beitreten kann, damit man eine Nachricht von denen bekommt. Das will ich jetzt noch nicht machen, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass wir das nicht überleben werden, wenn wir das machen. Daher werden wir erstmal zusehen, dass wir vom Skill-Level erstmal höher sind und dann vielleicht irgendwann später der Dunklen Bruderschaft beitreten. Wo ist denn der Ausgang? Da hinten. Das sieht nach einem Ausgang aus. Ich würde sagen, wir rennen erstmal nicht so. Beziehungsweise, wenn wir hier nochmal gucken. Dungeons. Wo bin ich da? Wir müssten eh nach Westen. Für den Dungeon, okay. Und das da ist ja Westen, das heißt. Warte, nochmal schauen. Moment. Sogar ein bisschen nordwestlich. Und ich hoffe, wir fallen nicht wieder aus der Map. Daher würde ich sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game auf die 1. So. Und dann ab nach Nordwesten. Dann hoffentlich werden wir nicht aus der Map fallen, wie vorletzte Folge. Aber auch interessant, dass hier vor der Stadt auch noch einige Leute rumlaufen. Aber ich finde es schade, dass hier keine Straßen sind außerhalb der Städte. Dass man einfach mal den Straßen folgen kann. Oder sind die zugeschneit und ich sehe die nicht? Weil es Winter ist. Welchen Tag haben wir überhaupt? Sunsdown. Es ist Sunsdown, also. Ich glaube, das ist noch Winter. Ich glaube, das soll hier eine Straße sein. Irgendwie eine unsichtbare. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, Rennen wäre auch keine so gute Idee. Unsere Ausdaueranzeige da. Ist auch schon so gut wie leer. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir brauchen, um dahin zu kommen. Aber Daggerfall werde ich jetzt erst einmal nicht mit Controller spielen. Hatten wir ja vorletzte Folge ausprobiert, war auch lang genug die Folge. Und ich muss sagen, die Controller-Steuerung ist für mich persönlich für dieses Spiel nicht gerade angenehm. Dann lieber doch noch mit Maus und Tastatur und dann ab Morrowind mit Controller. Vorher werde ich ja noch Battlespire und Redguard spielen. Da auch werde ich mir erstmal schauen, so, ob Controllersteuerung möglich ist oder doch nicht. Ob es mit Maus und Tastatur vielleicht angenehmer ist. Ich bin ja jemand, ich bevorzuge eigentlich meistens eher Controller, weil ich als Kind immer so als Konsolenspieler aufgewachsen bin und quasi höchstens mal eine Stunde am PC spielen durfte, so als Kind damals bei meinen Eltern. Da hatten wir einen Rechner im Wohnzimmer gehabt und dann immer so nur eine Stunde dran, wenn alle Hausaufgaben und so weiter erfüllt wurden, gemacht wurden. So eine Stunde und dann habe ich da immer
Entweder die Siedler 2, Age of Empires oder hier Rollercoaster Tycoon gespielt. Damals waren die ja quasi noch, okay, neu kann man nicht sagen, aber quasi noch im Trend. Mittlerweile sind eher weniger so. Map haben wir hier nicht mehr. So, nochmal schauen. Ah, das wird ein weiter Weg. Das wird ein sehr weiter Weg. Ich darf auch immer noch nicht rennen. Ich finde es aber auch interessant, dass hier keine Gegner momentan spawnen. Aber dass hier auch sonst nichts Interessantes ist in der Welt, außer hier die paar Bäume und so. Okay, wir nehmen hier auch aktuell eigentlich den ungefähren direkten Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob unterm Schnee vielleicht doch noch eine Straße ist oder sowas, die ich einfach zu blind bin, die zu sehen. Und vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach aus der Map gefallen sind vor ein paar Folgen. Aber jetzt wünsche ich mir schon irgendwie ein paar Gegner, ein bisschen Spannung. Ja, wir schauen erstmal, wie weit wir bis zum, ja, also wie lange wir brauchen, um am Dungeon da anzukommen. Ja, Ausdauer sinkt, das sehe ich auf jeden Fall. Die Ausdauer ist weiter am Sinken. Was sagt denn die Uhr hier? 14:37 Uhr, okay. Und wir sind noch gesund. Obwohl ich hätte jetzt auch gerne hier mal ein bisschen mehr Grün oder sowas in der Gegend. Vielleicht liegt es auch einfach mit dem Schnee so an der Gegend. Kann auch sein. Können wir das eigentlich kaputt machen? Nope. So, jetzt will ich's wissen. Wir kommen dem Dungeon immer noch nicht näher. Kann sein, dass wir gleich hier irgendwie rasten müssen oder so. Aber dann würden wenigstens ein paar Gegner kommen. Eventuell. Die Chance besteht dann. Was passiert eigentlich, wenn die Ausdauer hier leer ist? Ich würde sagen, hier machen wir nochmal ein Safe Game. Das hatten wir auf der 4. Achso. So. Riskieren wir es mal, bis es leer ist. Ob wir dann vor Erschöpfung uns da automatisch hinlegen oder drauf gehen, weiß ich nicht. Deswegen will ich es jetzt mal riskieren. In Arena habe ich das zum Beispiel, glaube ich, nicht ausprobiert. Obwohl hätte ich eigentlich mal machen müssen. Denn neugierig war ich ja, aber habe ich nie ausprobiert. So, wo bleibt denn jetzt der Dungeon? Ist aber auch ein weiter Weg. Aber ich verstehe auch schon mittlerweile, warum dieses Spiel hier das größte Spiel war, dass es existiert noch, also vor Minecraft und wie hieß das andere da nochmal? No Man's Sky, glaube ich, war das? War es das? Im Weltraum, wo du tausende von Planeten und Sonnensystemen bereisen konntest? War es No Man's Sky? Ich bin mir gerade echt nicht sicher.
Da sieht nach irgendwas aus. Jetzt wäre da was. Schauen wir mal. Ah, wir müssen jetzt genau Richtung Westen. Kann auch sein, dass vielleicht das da schon ist. Jo, jetzt gleich ist es schon soweit. Gleich ist die Ausdauer komplett weg. Wollen wir hier vielleicht nochmal ein Safe Game machen? Denn zur Not sind wir ja schon weit genug. Und zur Not können wir dann, wenn wir gleich nochmal laden, einfach rasten. Da ist nur noch ein kleiner Strich. Aber jetzt echt, wo ist denn der Dungeon? Achso, einfach noch weiter nach Richtung Westen. Also schon in diese Richtung weiter gucken. You drop to the ground, completely exhausted. You awaken 1 hour later. Ah! Das passiert, wenn man außer Puste ist. Okay, aber wir resten mal so. There are enemies nearby. Wo sind sie denn? Jo, was ist das denn? Aua! Komm, weg! Ich will jetzt nicht diseased werden, ja? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann resten wir hier mal. So, okay. Welcher ist jetzt? Ach nee. Komm. Jo. Der hat mich paralysiert. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Wie lange dauert das noch? Yeah, ich will nicht gefressen werden, bitte. Okay. So, nochmal. Wo? Welcher Gegner ist jetzt da? Ach nö. Gegen den kommen wir nicht an. Tschüss. Oh nein. Ich hoffe, der verliert uns bald. Dass er irgendwann die Luft auf uns verloren hat. Wie weit ist er noch? Da hinten, die sehen noch. Der läuft uns ja immer noch hinterher. Alter, der hat auch nichts anderes zu tun, ne? Ach, da ist er. Ich wollte schon sagen, wo ist denn der hin? Ist er noch da? Jo, der läuft uns immer noch hinterher. Da sieht das nach Straße aus eigentlich. So, wie weit? Ah, wir müssten schon da sein, irgendwo. Ist er noch da? Ich sehe nicht mehr. So, jetzt müssen wir hier Dungeon suchen und finden. Könnte vielleicht das da sein. Oder ein Baum.
Jetzt ernsthaft, wo ist denn das? Hier muss irgendwo ein Dungeon sein. Oh, nö. Boah. Scheiße. Ich glaube, den werde ich nicht mehr los, ne? Autsch. Oh, yo, ein Schlag. A low ghostly mount travels by wagon routes lead up ways. Was? Ah, aber das da scheint ein Dungeon zu sein. Ist das? Ach ne. Ich glaube, das ist aber der Dungeon. Wo ist der hin? Da ist er. Kann ich mich irgendwie noch heilen? Der hängt da fest. Kann ich da so rein? Jo. Dann machen wir hier so. Und ruhen hier mal aus. In der Hoffnung, dass wir hier nicht drauf gehen. Nice. Dann können wir hier ein Save Game machen auf die 2. So. Dann schauen wir mal an, wie groß die jetzt sind. Aua. Digga. Das werden wir nicht überleben. Ich glaube, das war hier keine gute Idee. Wir gehen hier einfach mal durch. Das können wir mitnehmen. Noch ein D3-Herz. Nice. Das können wir mitnehmen. Was ist das? Werwolf-Blut? Elven Battle Axe. Tschüss. Oh nein. Ah. Super. So, noch ein Versuch. Da kommt er. So, und? Aua, komm. Okay, diesmal trifft der nur mich. So. Jetzt komm. Hier bin ich. Ja, komm. Okay, den können wir schon treffen. Jetzt ist die Frage, können wir den auch töten? Obwohl, tot ist er ja schon. Autsch. Ja! Wir können! Silver Battleaxe nehmen wir mit. So. Dann machen wir hier vielleicht nochmal ein Safe Game auf die 3. Und dann so, nochmal crouchen und nochmal den. Ich hoffe, kommt jetzt kein Gegner auf uns zu. Nice. So, dann haben wir hier nochmal. Nice. Nehmen wir erstmal alles mit. Stimmt, hier gab es nichts. Okay, hier ist nur ein Skelett. Oh! Da ist ja noch eins. Der hat nichts. Der hat nichts. Machen wir wieder auf. Dann haben wir hier Gold.
Rootbulb, Northern? Was? Potion Recipe? Kaktus. Ja, aber wo können wir die Dinger verkaufen? Ich nehme das jetzt vorsichtshalber trotzdem mal mit. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir die wieder loswerden. Passt das? Gibt es keine geheime Tür oder so? Okay, ich habe jetzt wirklich geglaubt, es wäre nur ein bisschen kleiner. Aber nicht gleich so klein. Oder liegt das jetzt nur daran, dass das hier ein Mausoleum ist? You smell freshly buried dead. Okay. Warte mal, wie geht's mir dann? You are indomitable. You have contracted brain fever. It is as slow death as your willpower, your health, even your personality trickle away, day by day. You must either get a cure or face oblivion. Was? Okay, suchen wir mal, Tempel. Wo bin ich? Da. Das heißt, wir müssen erstmal hier nach Süden. Ja, dann schnell dahin. Ich habe jetzt nicht vor, drauf zu gehen. Klingt aber auch übel jetzt, dass wir hier eine richtig krasse Krankheit haben. Was haben wir jetzt genau? Brain Fever. Hirnfieber. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal hier ganz genau schauen. Südöstlich ein bisschen, okay. Also mehr in diese Richtung. Da müssten wir einen Tempel finden. Ui, ich habe jetzt nicht vor, hier drauf zu gehen. Ich will schon noch die nächsten Tage hier überstehen, überleben. Es lag bestimmt an einem Zombie oder was auch immer das war, was uns attackiert hatte, dass wir von dem irgendwie Krankheiten abbekommen haben. So. Eigentlich mehr in die Richtung müssen wir gehen, ne? Ich hoffe, den Tempel finden wir. Das Blöde ist, ich habe ja schon gespeichert gehabt. Apropos speichern, bevor wir wieder aus der Welt fallen, machen wir das hier nochmal. Wo ist ein Tempel? Kann man die vielleicht von hier auch schon irgendwie ein bisschen sehen und so? Weitsicht ist ja schon möglich durch Unity. Ui, das wird eine lange Reise. So, wie weit noch? 1, 2, 3 Pixel quasi. Wir müssen noch ganze 3 Pixel weit laufen. Ich glaube, wir müssten auch eigentlich immer anfangen, so Heiltränke oder sowas mitzunehmen. Vielleicht kann man bei Tempel die Dinger verkaufen auf. Boah, das wäre es jetzt. Vielleicht muss ich zu Templin gehen, um Ingredients zu verkaufen. Boah, das wäre es jetzt. Das wäre jetzt so nice, wirklich.
Ja, wie weit dauert das jetzt wirklich? Wir haben den ersten Pixel immer noch nicht verlassen. Und was sagt die Uhr? 16:33 Uhr. Das wird eine lange Reise. Das wird eine lange Reise. Ich hoffe wirklich, wir überleben das, dass wir das überstehen werden. Am Horizont kann man die Kirche oder Tempel oder wie auch immer auch immer noch nichts sehen. Warum haben die eigentlich die Tempel nicht wie in Arena in der Stadt? Obwohl doch in Arena gab es ja auch außerhalb. So, wie weit noch? Okay, wir haben den zweiten Pixel erreicht. Die Problematik ist, weil es eigentlich schon so spät ist, wenn wir den Tempel erreichen, wird das dann wahrscheinlich schon geschlossen sein. Dann müssen wir die Nacht dort verbringen, warten. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass wieder irgendwelche Zombies kommen. Ja, das wird kritisch. Aber okay, wir fallen aktuell immer noch nicht durch die Map. Und das? Kann ich das mitnehmen? Wieso können wir eigentlich hier noch nicht den Tempel irgendwie im Horizont sehen? Oder bestimmt kann man die schon sehen und ich bin nur zu blöd, das zu sehen. Oh, wir haben Licht angemacht. So, nochmal gucken auf die Map. Ist andauernd nur auf die Map gucken bei mir. Okay, jetzt ganz genau Richtung Süden. Die Musik passt auf jeden Fall, weil es deutet drauf an, Panik herrscht, ich bin krank, ich muss irgendwie diese Hirnfäule oder was ich da habe, wieder loswerden. Ah, da ist was. Da ist was. Ich hoffe, das ist der Tempel. Ja, wir können schon auf die Map zugreifen. Ich kann immer noch weiter rauszoomen, okay. Jetzt nicht mehr. Aber ich sehe auch sonst nichts auf der Map. Wenn das aber der Tempel ist, you are entering Reliquary of Sai. Hat er jetzt hier irgendwie was? Nö. Boah, ich hoffe, das ist auch der Tempel. Können wir Schwert mal rausnehmen? Oder ne, wir lassen den folgenden doch lieber auf der Hand. Warum schüttelt er den Kopf? Well met, Stranger! People, things, work. Das hier? Kann ich mich hier gar nicht heilen?
Muss ich hier vielleicht hochklettern? Ich glaube, ich bin verloren. Ich würde sagen, dann verbringen wir hier mal die Nacht bei dem guten Herrn. Toll. Bitte sag mir... Ich habe jetzt wirklich einen Zombie oder sowas erwartet. So, dann machen wir so. Und machen wieder den hier. Okay. Ja. Autsch. Ah. So funktioniert's. Ein Bade. Was hat er hier? Können wir alles gut verkaufen. Jetzt müssen wir aber hier immer noch. So. Bisschen ausruhen. Es schneit draußen, aber trotzdem müssen wir immer noch. For a while. Warte mal. Wie spät haben wir es? Ja, okay. Das heißt, wir pennen jetzt mal 5 Stunden. Natürlich kommen jetzt wieder Feinde. Dovahkiin, Dovahkiin, da 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 da. Dovahkiin, Dovahkiin, da 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 da. Was ein epischer Kampf. So, dann eine Stunde noch. So, und... Nice. Ist ja immer noch dunkel. Aber wo können wir uns jetzt heilen? So, wir machen mal die Dungeons weg. Homes machen wir auch weg. Wo sind wir? Da. Weiter südlich haben wir noch einen Tempel. Was ist denn das? Fearful Ascension of Kynaret. Und Reliquary of Xai. Also müssen wir noch weiter Richtung Süden. Vielleicht wird uns da geholfen. So hoffe ich zumindest. Wir müssen geheilt werden, bevor wir drauf gehen. So, dann rennen wir erstmal durch. Wie viele Pixel waren das bis dahin? Das sind 1, 2, vielleicht 3 Pixel, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. 3 Pixel. Wir müssen ganze 3 Pixel reisen, Leute. Und es ist keine Garantie, dass wir das überleben. Vor allem, wir müssen noch ein Save Game machen. Aber ich feiere das im Gegensatz zu Arena, dass wir wirklich von Ort zu Ort doch reisen können. In Arena war ja nur möglich irgendwie Schnellreise und dann bist du in den Städten und drumherum, wenn du versuchst von da in einen anderen Ort zu kommen, dann bist du da in einem Loop gefangen und dann findest du die Stadt nicht mehr. Also, wir müssen in die Richtung. Und ich hoffe, wir schaffen das jetzt ganz schnell. Ne, wir werden hier auch auf jeden Fall immer so einen Wechsel machen zwischen Laufen und Schnellreisen. Aber die Folgen werden jetzt so oder so zwischen
30 und eine Stunde sein, die ich hier mache. Kann sein, dass es vielleicht mal eine etwas längere Folge geben wird. Vielleicht auch manchmal eine etwas unter 30 Minuten. Aber für Daggerfall auf jeden Fall in der Regel so 30 bis Stunde. Das ist momentan der Plan. Und dann mal schauen, so wie lange wir brauchen werden, um das Spiel durchzukriegen. Weil vor allem auch das Spiel soll ja schon sehr, sehr lange dauern. So, wie lange brauchen wir jetzt eigentlich noch? Okay, das waren von hier bis hier 3 Pixel. Wir haben den zweiten erreicht. Also ein Pixel noch und dann noch einer. Ich feiere das auch irgendwie bei mir selber gerade, dass ich die Entfernungen in Pixel messe. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass wir dort uns heilen können. Ansonsten müssten wir vielleicht zu einer Stadt schnell reisen und da irgendwie was suchen, womit wir uns heilen können. Okay, es geht hier irgendwie, was die Strecke angeht, so ein bisschen runter. Sind wir vorhin irgendwann mal irgendwie weiter in die Höhe gegangen oder? Oder ist es so einfach dargestellt, dass es immer weiter nach unten geht? Ne, hier sieht, wenn wir zurückgucken, sieht es aus, als würde es in die Höhe gehen. Ausdauer ist auch schon zur Hälfte leer. Aber wir müssen aber diese Krankheit irgendwie überleben. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert hier, bis eine Krankheit einen umbringen kann. In Arena wusste ich auf jeden Fall, dass du auch an Altersschwäche sterben kannst. Und wenn du Pech hast und einen neuen Charakter erstellst, dass das dann vielleicht sogar nach ein, zwei Wochen während des Spiels einfach an Altersschwäche stirbt. Und du kannst dann nur noch ein neues Spiel starten. Dass das da auch möglich ist. Ich habe keine Ahnung, ob das auch der Wahrheit entspricht bei Arena. Das habe ich nur irgendwo mal gelesen. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich gerne, bitte. Aber an sich finde ich das schon krass, so wenn man in einem Spiel an Altersschwäche auch noch sterben kann. So, wie weit brauchen wir noch? Wir müssten schon da sein. Seht ihr? Wir sind schon da. Also hier muss irgendwo ein Tempel sein. Da vorne. Sogar eine kleine Ortschaft. Oh, das ist jetzt schön, das, You entering a fearful ascension of Kynaret. Nice, dann können wir hier unsere Waffe wieder wegstecken. Wenn das hier ein kleines Dorf ist, wo hoffentlich ein Tempel ist. Hier eins. Gilde. Wahrscheinlich die Magiergilde oder sowas. Und ich hoffe, die können mich heilen. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Und kann, beziehungsweise darf ich einfach so rein? Jetzt erst, wo ist der Eingang? Hä, wo geht's denn da rein? Wie kommt man da rein?
Kommt man hier überhaupt rein? Ah, hier. Was macht ihr da für ein Handzeichen? McDonald's Talk. Gwynara Greencroft. Local Temples. The Temple. You have found the Temple of Kunat. You are in it. Okay, danke schön. Die sind alle sauer auf mich. Warum die alle auf den Kopf schütteln? Hi. You disease. Ja, okay, komm. You do not have enough gold. Was? I despise your kind. Just go away. By spells? Was kann ich bei dem? Training? Das heißt, weil ich... Oh, hallo. Well met, Stranger. Ne, goodbye. Da gehen wir mal raus. Da war was zu sehen, was hier lieber nicht zu sehen sein sollte. Ja, dann haben wir jetzt aber auf jeden Fall ein Problem. So, wo haben wir? Temple, Daggerfall. The Dirty Wolf Lodge. Da haben wir. The Morsley Farmstead, ne? Komm, wir suchen jetzt einfach hier. Daggerfall, die Hauptstadt nochmal. Ja. Komm, die 40 Gold zahlen wir. You are not well and may not so... Nein, dann warten wir mal. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game. Auf die 1. Wir sind ja wieder in der Stadt. Und machen jetzt die Schnellreise nach Daggerfall. Stimmt, da war Daggerfall, ne? Ja. Es kann sein, wenn wir es nicht überleben... Okay, wir haben es geschafft. Oh, wie unser Leben zugrunde geht. Seht ihr das? Aber hier ist grün. First Seed, erste Saat. Es ist kein Winter mehr. Was sagt die Uhrzeit? 7.14 Uhr. Okay. So. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht so machen, sondern wir suchen jetzt erstmal eine Bank. Ja, wir suchen dann erstmal. Warte mal, nochmal so. Retail Store. Gucken wir erstmal das da. Laufen wir in die richtige Richtung jetzt? Nein. So, wo haben wir jetzt eine Bank? Das ist keine Bank. Wir hatten hier doch eine Bank, oder nicht? Fragen wir mal irgendwen, in der Hoffnung, dass die vielleicht nett zu uns sind. Normal. Banks. So, Bank of Daggerfall. Hi there, where's the Bank of Daggerfall? How do you do, Theodore Kingcroft? Where can I find the Bank of Daggerfall? Ich glaube das. We'll gain your pardon, but that's such a stupid question. I don't think I should have the answer. Dann das? Ah, do you know where the Bank of Daggerfall is? Dann fragen wir das.
I reckon a little more wandering around will make a right good improvement in your manners. Fascinating. I hope you might direct me to the bank of the... Freaking not always begun as common folk. Okay, der mag mich nicht. Wie kann ich meinen Ruf hier verbessern? Toll. Ich hab's hier in Daggerfall verkackt. Einfach nur verkackt. So. Ich hoffe, das ist vielleicht eine Bank. Oh, hier können wir erstmal schwimmen, okay. Das war nicht die Bank, vielleicht hier. Nee, Klamotten. Hier haben wir einen Alchemisten. War hier nicht eine Bank? Nee, aber zwei Tavernen auch nochmal zusätzlich. Hä, wo ist denn die Bank? War hier nicht eine? Vielleicht da. Ein bisschen südwestlich. Ich hoffe, da haben wir jetzt eine Bank. So. Und jetzt hier. Hier müsste sie doch sein, oder? Okay, dahinter waren die Läden auf jeden Fall. Bitte seine Bank. Das dann nicht? Auch nicht. So, da hinten müsste noch ein Laden sein. Ah, ich muss mich irgendwie heilen. Ah, ist ein Juwelier. Vielleicht hier irgendwie. Ich kann es nur hoffen. Ich habe jetzt nicht vor, drauf zu gehen. Wo ist denn das jetzt? Da haben wir einen Laden übersehen. Vielleicht ist das eine Bank. Der hat nicht mal ein Schild. Gehen wir mal rein. Locked. Haben die noch nicht offen? Boah, ich will nur mein Hirnfieber loswerden. Das Wetter passt dazu. Da haben wir eine Bank. Boah, ich hoffe, die haben offen. Oh, jetzt muss ich noch warten. Okay, eine... Nein, lieber nicht. Nein, kann ich wieder wegmachen? Okay. Wenn wir warten, hier rumlungern, dann sind wir kriminell in der Stadt. Ah. Ich hoffe, der hat offen. Auch nicht. Komm, wir fragen den hier mal. Der guckt auch böse. Was hat er gegen mich? Da ändert sich nichts. Hatten wir nicht mit dem schon mal gesprochen? Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ich muss mich ja gleich auf jeden Fall schlau machen, wie kann ich meinen Ruf in der Stadt verbessern. Ah, jetzt. Guten Tag, Banking. Ja, so, Werte, wie viel bräuchten wir nochmal? Wir haben 164. Okay. Nein, vielleicht so? Nochmal 300. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte so. 300. Genau. Nein, das war der Ausgang. Dann brauchen wir hier jetzt nochmal einen Tempel. Ich glaube, das ist ein Tempel.
nach Norden. Ein bisschen sogar westlich. Und ich hoffe, die können mich jetzt hier heilen. Und ich hoffe, es ist günstiger als in, außerhalb der Stadt. Ich hoffe es. Ich will jetzt hier nicht den Hirnfieber-Tod sterben. So, wie weit noch? Jetzt nur noch nach Norden, okay. Vielleicht sogar noch ein bisschen so. Ja, da sieht schon so aus nach dem Tempel. Ah, hier steht sogar Tempel. Und ein weißer Vogel. Da ist die Tür. Hallo. War er das mit Cure Disease? After a long session of haggling, 408 gold pieces my final offer. Ja. You are cured. Ah, nice. Aber ich bin jetzt neugierig. Was gibt's denn hier noch? Warte, bevor wir da einfach reingehen. Kann sein, dass wir Ärger kriegen. Max Spells? Nein, danke. Noch nicht. Joy Guild Get Quest? Nee, danke. Wenn, dann Kriegergilde. Die Statue hätte ich auch gerne zu Hause. So. Daedra Summoning. My services are reserved for members only. Okay. Das machen wir mal zu. Ist mir ein bisschen unangenehm jetzt hier gerade so. Aber ich wollte wissen, ob da noch mehr ganz normale Leute sind. Ich wollte jetzt nicht mit den nackten Frauen da reden. Und ich würde sagen, dann in der nächsten Folge machen wir uns wirklich auf den Weg Richtung hier einer Kriegergilde beizutreten oder so. Und ich glaube auch erstmal vielleicht für ein paar Stunden in der Taverne schlafen, dass wir dann unsere Gesundheit und Ausdauer wieder etwas voll haben. Und irgendwann später treten wir dann der dunklen Bruderschaft bei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's wieder, euer Max Deus und ciao!